Aloha Leute und herzlich willkommen zurück zu Battle Chasers Night War. Und ich weiß nicht, wo wir letzte Stelle aufgehört hatten, als wir hier im Eisernen Außenposten waren. Ich bin jetzt einfach mal hier wieder hergelaufen. Kleine Information, wenn man geschlafen hat, um sich zu heilen, kommen Gegner auf der Oberweltkarte wieder, die man erst vermöbeln muss, bis man zurückkommt. Und ich versuche jetzt hier irgendwie über diese Todesfalle hier zu kommen. Oh, mach den Schaden. Egal, wir laufen durch. Euch fällt ein Buch mit einem schmuckvollen Einband auf. Doch als ihr es aufschlagt, sind alle Seiten leer. Ihr wollt euch bereits abwenden, als auf magische Weise Wörter auf der ersten Seite erscheinen. Möchtest du eine Geschichte lesen? Lautet die Frage des Buches. Auf dem Ständer neben dem Buch ist ein Schreibstift. Mit dem Stift Ja schreiben. Zuerst muss ich mehr über dich erfahren. Bist du Krieger oder Gesetzloser? Wir sind Krieger, wir haben keine Gesetze gebrochen, von denen ich bisher wüsste. Auf der Jagd nach der bösen Zauberin Elisime verfolgte sie der große Krieger Khan Zhangxi zu ihrer am Himmel schwebenden Burg. Khan fragte sich kurz, ob er durch den Vorder- oder Hintereingang in die Burg eindringen sollte, bevor er seine taktische Entscheidung traf. Wir sind ein Krieger. Keine Gesetzlosen. Ich würde jetzt Gesetzlosen, der ist ein bisschen, ich würde sagen, ist ein bisschen hinterhältiger und versucht es in der Hintereingang. Außerdem ist es eine Zauberin, die wird garantiert wissen, dass wir durch den Hintereingang kommen, deswegen Vordereingang. Khan wählte tapfer im Vordereingang, besiegte dabei Elisims Echsenmenschenwächter. Zwar bedrängten sie ihn von allen Seiten, doch konnte er all ihre Angriffe abwehren und triumphierte am Ende über sie. Unser Held betrat den Thronsaal der schwebenden Burg und sah die Zauberin lächelnd auf ihrem Thron sitzen. Darauf habe ich gewartet, sagte sie, sprang auf und steuerte einem Feuerball entgegen. Wir als normal Menschenverstand besitzende Wesen sagen, hob den Schild. Khan hebt sein Schild, das Bollwerk des Volkes, wie er genannt wird, und lenkt den Feuerball ab. Bevor Elisima einen weiteren Zauber wirken kann, ist Khan schon bei ihr und durchbohrt sie mit seinem Schwert. Sie fällt besiegt zu Boden. Elisime ist der Gnade des Helden ausgeliefert. Sie starrt ihn mit kalten, grünen Augen an. Du hältst dich für einen Helden, du bist nur eine Spielfigur. Mach, was du willst. Du widerst mich an, sagt sie. Töten wir sie? Oder sperren wir sie ein? Wir wissen nicht, was sie getan hat. Wenn sie einfach nur grundsätzlich böse ist. Und wir ein rechtschaffender Krieger sind, drehe ich sie nicht um. Unser Held sperrte Elisime für immer in ein magisches Gefängnis. Sie hat eine Ewigkeit Zeit, über ihre Taten nachzudenken und sie zu bereuen, aber höchstwahrscheinlich wird sie nur noch kälter werden. Der Held, der dadurch moralische Überlegenheit erlangte, spürte, wie seine Abwehrkräfte etwas stärker wurden. Stärkung Einsperren erhalten. Okay, wir scheinen einen Buff bekommen zu haben für diese schöne kleine Geschichte. Finde ich gut, also das... Können wir das hier irgendwo sehen? Scheinbar gerade nicht. Na gut. Wartet mal kurz. Wir haben ja die Maus. Ah, Schrein der Gesundheit. Okay, nee, es hat damit gar nichts zu tun. Wer hat... Wartet mal. Muss mal kurz ein bisschen was gucken. Wie kann ich denn hier den Charakter wechseln, welchen ich haben will? Ah, okay. Meisterschaft. Ich weiß jetzt nicht, wo das steht. Ich muss ihn mir mal später irgendwo anschauen. Jedenfalls haben wir was von Einsperren erhalten. Und jetzt öffnen wir diese große magische Truhe. Mal gucken, was da drin ist. Klingenblatt, leuchtendes... Eine belüftete Kanone und ein epischer Ring. Was macht denn der Ring? Erhöht die Ausdauer, verringert aber die Stärke oder erhöht die Lebenskraft? Ja, das kann sie auf jeden Fall gebrauchen. Sie ist so unsere Art Tank in dem Spiel, habe ich so das Gefühl. So.
So, wir haben aber eine Kanone erhalten, deswegen gucke ich mal. Da. Ein bisschen weniger Crit, aber viel, viel mehr Lebenskraft, Angriffsstärke und Ausdauer. Natürlich nehmen wir das. Und... ja. Komm. Garrison, hast du noch irgendwas, was wir verbessern können? Nee, die kannst du erst nächstes nutzen. Und die anderen haben wir auch noch nicht. Okay, dass wir wenigstens auch gut denn vorbereitet sind für einen Endbosskampf. Ich weiß ja nicht, wann der folgt. Na, mal gucken, haben wir das Buch da eigentlich schon gelesen? Nee. Das große Buch des unbedeutenden Wissens. Gut. Ach übrigens, wenn ihr euch jetzt wundern solltet. Die Tastenbelegung ist jetzt sieht ein wenig anders aus. Ich spiele nämlich jetzt mittlerweile mit Controller. Es ist viel, viel praktischer, glaubt mir das. Natürlich trinken wir aus dem Brunnen. Du regenerierst Lebenskraft in der Schlacht. Es ist so wahnsinnig. Erstens, man hört die Tastatur nicht. Ich brauche nicht irgendwie hier die Box hinstellen. Und zweitens, ist es so unglaublich, ja, intuitiver. Oh. Bleibt stehen. Ihr werdet nicht weitergehen. Es kann hier enden, wenn du uns sagst, wo unsere Freunde sind. Sie sind gewiss tot. Wenn nicht, werden sie es bald sein, nachdem wir euch getötet haben. Ihr hättet nicht herkommen sollen, Fremde. Oh, gleich Schlachtbeginn. Banditenwächter, Banditenschurke und Banditenrevolverheld. Wollen wir uns erstmal etwas Kraftreserve verdienen? Würde ich sagen. Und danach greifen wir dann richtig an. So, wir regenerieren glücklicherweise. Fügt 48 Schaden zu. Was haben wir mit Streuschuss? Machen wir das erstmal. Und... können wir uns das erlauben, Schaden zu machen, oder sollte ich eher heilen? Ich heile mal. Ich bin mir einfach zu unsicher, was das betrifft. Ich meine, die Gegner, seht ihr ja, sind gerade mal Stufe 4. Es sollte nicht so problematisch sein. Oh, was haben wir hier? Kriegsklinge. Machen wir erstmal Zornwelle. Ein bisschen Kraftreserve haben wir ja gesammelt. Ach, der Wächter ist auch der Heiler der Gruppe. Okay. Ich greife mal ganz normal an. Und zwar den Wächter. Und... Renn, Zeitlupeneffekt. Okay, die Technik Shell schütze immer noch. Der Magier kommt mir langsam sehr, sehr nervig rüber, der in der Mitte. Und weg damit. Aber wisst ihr, es ist mir jetzt echt gefällt, wie viele Lebenspunkte unsere Kleine da hat mit den Boxhandschuhen. Kann ein richtiger Tank jetzt gerade sein. Ich konnte ihn sowieso nicht leiden. Also läuft schon recht, muss ich jetzt sagen, für uns. Ich habe jetzt schon fast gedacht, okay, das könnte schon ein kleinerer, gefährlicherer Kampf werden, aber keine Probleme bis jetzt. Ich habe nicht weniger erwartet. Sieg für uns. Und wir haben 104 Erfahrungspunkte erhalten. Und eine Außenposten-Tunika. Die könnte doch für Garrison sein, oder? Mit Dawn fügt die Angreifer, wenn er einen Helden trifft. Na klar.
So, hier gibt es scheinbar nichts mehr. Kommen wir jetzt. Nee, wir vorletzten Raum. Talkräuter, Fellfetzen. Ah, warte mal. Hauptsache, der bleibt da stehen. Und zack, zack. Ah! Aber es ist nur der schießwütige Kanonier, der blutet, obwohl er aus keinem Fleisch besteht. Es war gut, dass wir echt den Spinnen nochmal gefolgt sind in der Kanalisation und die Quest da gemacht haben. Ich finde, das hat uns ausrüstungstechnisch ein bisschen noch vorangebracht. Lauf! Wenigstens hat der eine schon Blutung drauf. Und da haben wir doch noch. Ich guck mal, ob noch eine Blutung dazu. Ja, man kann es immer weiter stacken. Und macht schon 14 Schaden. Ich muss noch mal echt die Grafik hier loben mittlerweile. Das ist echt der Wahnsinn für so ein rundenbasiertes Rollenspiel. Eine Grafik zu nehmen, die mich so. So. Ich sag, ich weiß nicht, woran mich das erinnert. Ich habe immer so das Gefühl, so wie Heroes of Might and Magic gepaart mit der Grafik von Darksiders in dieser Ansicht. Dann haben wir die Oberweltkarte, die ich am allerschlechtesten finde. Schade, dass es nicht frei rumrennen ist, aber wahrscheinlich sind da doch eben Limitierungen, wie viel man in so ein Game reinpacken kann. Und dann halt die Dungeon, die mich so an Torchlight oder auch League of Legends und so erinnern, aber halt in einer noch besseren Grafik, noch detaillierter. Wenn ihr euch die Umgebung mal anschaut, und jetzt das mal anschauen, die Beute ist echt. Wenn ihr auch mal guckt, es ist ja überall ein bisschen was auch zu sehen. Es ist nicht einfach nur, da mal eine Laterne hingeklatscht oder so, sondern man sieht auch wirklich das Licht, wie es da funkelt. Man sieht so ein bisschen, was sind das? Das sind das Insekten, die hier leuchten zum Beispiel. Jetzt haben wir hier einen Waffenständer, wo ich zum Beispiel manchmal reingucken kann, garantiert. Guck mal, was es hier gibt. Ja, hier geht es doch auch noch weiter. Zum Portal. Angriff! So, jetzt suche ich mir das Headset. So. Also nur, um dass ich das nochmal erwähnen kann, nochmal Hut ab an die Entwickler. Ich weiß, das Spiel ist seit 2015. Also 2015 hat es angefangen mit der Finanzierung, wird ja schon vorher in Entwicklung gewesen sein, aber die haben echt auch das geliefert, was sie versprochen haben. Und das ist ja bei Spielen von Kickstarter, vor allem bei welchen, die schon ein bisschen komplexer sind. Ich rede jetzt nicht von einfachen Retro-Spielen oder Pixelgrafik, sondern wirklich schon was Neuem, wie es hier der Fall ist, nicht immer gegeben. Ich sag mal, wenn ich jetzt Beispiele nehmen kann wie No Man's Sky, was ja mittlerweile auch gut wird, muss ich auch gestehen, den Hass, den man zum Release hatte, hat es nicht mehr unbedingt verdient. Es ist immer noch nicht ganz das, was versprochen wurde, aber man sieht die Besserung einfach. Anders hingegen Mighty No. 9, was ich auch immer gerne als Referenz dafür nehme, es ist kein schlechtes Spiel, nur mit dem Geld, was in der Kickstarter-Kampagne und die ganzen Versprechungen, die entflammt. Ach, das ist das Item. Was versprochen wurde, vielleicht sollte man noch einfach etwas ein bisschen kleiner ansetzen, denn die Leute überraschen, wie man noch irgendwas hinzufügt, als umgekehrt. Zu viel versprechen und den nicht liefern zu können. Ah! Ah, das ist nur der einzelne Revolver. Da brauche ich eigentlich gar nichts machen, außer konstant A zu drücken. Und bei dem Spiel, das hatte ich, wie gesagt, das habe ich unterstützt gehabt und hatte gar nicht auf dem Schirm mehr, dass es das gibt. Und auf einmal kommt es raus. Ich kann die Beta spielen und das Game macht mir so einen Haufen Spaß, dass ich sage, ich let's play das.
Das habe ich gar nicht geplant gehabt. Also kommen auch die besten Spiele überhaupt raus. So ganz ohne, dass man es erwartet und BÄM! So, das Buch haben wir auch. Flakon der mäßigen Wiederbelebung erhalten, das ist gut. So, Leute. Er hat uns noch nicht entdeckt, der Kleine da hinten. Oh, doch. Oh, jetzt haut er wieder ab. Ich würde sagen, wir machen aber in der nächsten Folge weiter. Ich möchte euch die hier nicht zu lang strecken, dass wir vielleicht beim nächsten Mal auch gleich mal den Boss in Angriff nehmen können. Ich hoffe. Also denn, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao. Ging's Mikro geknackt.